So, jetzt mache ich mal die Taktik, dass ich Licht anmache und dann Licht ausmache, sobald ich den Raum verlasse. Okay. Jetzt hier Licht an. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Licht aus, Licht an. So, die Tür aufmachen. Ich darf nicht. Sonst lande ich in einer anderen Dimension. Immer noch. Ja, immer noch. Versteck mich. Ich warte hier. Und da unten ist das weinende Kind wieder. Nein, ich darf immer noch nicht raus. Komische Geräusche, wie als wenn jemand so eine Treppe raufgeht, ne? Matti, Augen auf. Darf ich jetzt vielleicht mal den Raum verlassen? Oh ja. Oh ja, sieht gut aus. Ah! Oh mein Gott! Ich bin von den Blätterhaufen erschreckt. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Oh mein Gott, hab ich mich vor dem Blätterhaufen erschreckt. Oh! Mach sie ja okay. Du machst dir die Augen zu. Mach sie wieder auf. Mach sie wieder auf. Mach sie auf. Na, erste Anomalie direkt nebenan. Ich warte nur darauf, dass es auftaucht. Gerade mega angespannt. Weil ich natürlich nicht weiß, ob meine Strategie was bringt, ne? Machst du die Augen zu? Nein. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ah, erschreckt. Ist das, schwebt das da immer noch rum? Ich krieg die Krise. Oh nein, 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 ich höre schon wieder. Dadurch, dass ich jetzt das Licht nicht anhab, sehe ich jetzt natürlich auch nicht, wo diese Spuren waren. Das sieht man sehr schlecht, muss ich sagen. Sehr schlecht, ich weiß nicht. Ach, da oben sind sie. Okay, dezent und hell gehalten, damit man sie etwas besser sieht. Oh, jetzt kommt er wieder und läuft hier rum. Ich weiß nicht, warum da so ein Geist von uns entlang läuft. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten eigentlich ganz gut versteckt sein hinter dem Boiler. Nein, du konntest uns nicht finden. Konnte ja noch nicht mal wirklich weg. Das war ja mein Problem. Ich will das doch nur überstehen. Das scheint wirklich das letzte, die letzte Challenge zu sein, weil im Haus passiert ja nie was. Also wenn wir in unserem eigentlichen Haus sind und so, wo immer ein Raum dazukommt und alles. Ah, schön. Das habe ich natürlich gerne. Machst du nochmal die Augen zu? Nein. War da jetzt plötzlich irgendwas oder wieso kam das Geräusch? Ich wollte gerade sagen, fieser ging das jetzt nicht, ne? Einfach da so mitten mir im Weg stehen, den Weg blockieren. Sehr nett. Sehr nett und aufmerksam. Warte, Licht noch ausmachen. Licht ausmachen. Wo ist jetzt dieses Vieh?
Ich sehe es noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Oh. Da sind die Herrschaften. Da gehe ich mal nicht hin. Vor denen ich mich vorhin so erschreckt habe. Herrlich. Einfach nur herrlich. Hier sehe ich es jetzt auch momentan noch nicht. Wo ist das denn? Ah. Ich sehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo es ist. Warte, ich mache hier nochmal das Licht aus. Was ist jetzt doof? Ich habe hier nichts zum Verstecken, ne? Soll ich stehen bleiben, wo ich bin? Ist das da unten? Nein, ich weiß echt nicht, wo es ist. Listen. Wo ist das denn? Ich sehe es echt nicht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Hat gut funktioniert. Ich weiß echt nicht, wo dieses weinende Kind ist. Oh, das hier. Und wo liegt es begraben? Irgendwo in der Nähe. Als ich nach Hause kam, lag auf dem Bett nur noch Dreck und auch Blätter auf seltsame Weise angeordnet. Ist das Kind gestorben? Ich blick nicht mehr durch. Aber wann habe ich das schon in diesem Spiel, ne? Wann hatte ich hier je den Durchblick? Your fear. So. Where are you? So, da unten macht er auch nochmal die Augen. Oh, das war Timing. Nein, 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 nein. Wow! Knapp! Böse, böse kleine Geist. Eigentlich wollte ich nicht nach oben, aber egal. If it finds you, you win. Wenn es dich findet, gewinne ich? Bin verwirrt. Da oben ist jetzt. Nein. Ah, ich will nicht die Zeit. Wertvolle Zeit ver. Verlieren. Don't do this. Okay. Bin gerade mega angespannt. Just when you thought about it, it came in. Okay. Oh nein, es kommt.
Ah, war ja klar. War ja so klar. So, hier habe ich alles. Oh. Wenigstens hatte ich genug Zeit im Petto, aber trotzdem. Das war jetzt wieder so ein... So, ist jetzt hier immer noch das Dings? Ach. Lass mich einfach. Wenigstens kann ich hier rein ohne Probleme. Immer schön alles im Auge behalten. Okay. Oh, 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 oh. Das ist gut. Oh, mein Herz ist auf 180. So mindestens. Nope. Anomalie, kein Nerv drauf. Also so ein Besucher halt. Gast. Und hier unten ist bestimmt immer noch das Teil. Ja, sagte ich ja. Ach, ich habe Angst. Die Augen zu. Ich habe Angst, dass ich mir jetzt auf dem letzten Dings noch irgendwie was versaue. Aber es ist eine gute Strategie. Besser als erwartet. Weitaus besser. Wenn ich jetzt kein Pech habe... Dann habe ich es gleich geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktioniert. Also, ja, und bis auf zwei Räumlichkeiten hätte ich sogar überall Licht quasi angehabt. Lass uns nun ein Haus auf der Kante... Was? Lass uns nun ein Haus auf der Kante spielen. Decke den Tisch wie für ein Tortengedächtnis. Ach, Totengedächtnis. Na, Tortengedächtnis ist besser. Benutze aber Papierbögen statt Geschirr. Schließe die Augen und zeichne Kreise auf alle Papiere. Wiederhole in deinem Kopf in verschiedenen Stimmen rund, während du dir vorstellst, wie groß die Kreise sind. Früher oder später wirst du eine Stimme hören, so klar, als erklinge sie in deinem Kopf. Quadrat oder nein, nicht rund. Dann verlasse den Raum und schließe die Tür hinter dir. Ha, ja, klar. Mach ich sofort. Ey, das Haus ist näher herangerückt an die Tür. Die war, das war vorher noch woanders. Bin ich mir ganz sicher. Oh, er sagt nichts. Warte. Das ist noch näher dran als vorher. Hallo. Hallo, kleines Monsterchen. Das ist bestimmt so ein Zeichen des Wahnsinns, denke ich mir mal. Ja, doch, Zeichen des Wahnsinns. Passt ganz gut. So. Ich glaube, es gibt nur 10 Seiten. Ich teste es einfach mal. Die Zeit haben wir. Obwohl, der 6. hat jetzt gefehlt. Ich weiß auch nicht, warum. Oh doch, es ist kein Kind im Haus. Nee, 11? Ich weiß es nicht. Vielleicht war da irgendwas dabei, was ich noch nicht gelesen habe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es gibt. Absolut nicht. Ach, es fängt schon an. So, erstmal über Licht anmachen. Kann ich hier? Oder fällt mich das? Nee, das ist noch nur ein Raum. Gut. Weniger und weniger Tage verbleiben. Hey! Nicht nett. Hier ist es auch nicht. Im Grunde genommen sucht er ja immer noch sein Tagebuch, ne? Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen, nur um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist.
Willst du das machen? Ist fest verschlossen. Glaub mir. Habe ich einfach mal so beschlossen, dass er jetzt fest verschlossen ist. Und dass er mir da glauben kann. So, okay. Wenn die Messungen nicht lügen, dann sind das keine Halluzinationen. Die Fußabdrücke sind echt und es sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Hier, Put, komm heraus. Hierher, Put, komm heraus. Ja, klar. Ey, Licht bleib an! So. Hier mal Licht an, da kann ich hier kurz hoch. Du hast dich selbst vernachlässigt, dein Haus ist vernagelt, verfallen und verlassen. Am besten reparierst du es, sobald wie möglich, sie ist schon nah. Wer ist nah? Diese weibliche Stimme, die ich in meinem Kopf höre? Der Wahnsinn! Ich muss das Haus aufräumen, Zeit, die Gäste zu empfangen. Nix mit aufräumen und Zeit, Gäste zu empfangen. Nee, Gäste sind hier nicht nett. Die sind alles andere als nicht nett. Und ich merke gerade, ich überziehe voll. Aber ehrlich gesagt, ist mir das sowas von egal. Weil das Spiel ist so gut wie eh fertig und... Ja... Daher werde ich das einfach mal im Stück fertig aufnehmen. Nur dieses Monster, das irritiert einen sehr. So, das läuft jetzt wieder. Jetzt ist die Tür wieder offen. Das freut einen natürlich sehr. Mach hier kurz noch das Licht an. Oh, das Licht ist von unten alleine wieder angegangen. Sehr aufmerksam vom Licht. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, was uns im Wald erwarten wird. Und was jetzt kommen mag. Ich kann das wirklich gar nicht einschätzen. Absolut nicht. Was? Warum Game Over? Hört das Spiel so auf? Oder? Hä? Ich bin verwirrt. Ich muss mal bei anderen nachgucken, glaube ich, wie das bei denen war. Naja, ich mache jetzt einfach mal einen Schnitt, ne? Also, entweder war es das schon, oder ich bin verwirrt. Das auf jeden Fall. Falls es das schon mal war, kann ich ja schon mal sagen, ein echt cooles Spiel, wenn es auch sehr verwirrend ist, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so wichtig, dass man dahinter steigt. Das ist schon alles mit Absicht, denke ich mal. Aber es macht echt Spaß, man ist so immer in einer gewissen Anspannung und es ist auch sehr herausfordernd und es hat echt riesigen Spaß gemacht. Ich gucke jetzt, wie gesagt, nochmal bei anderen, die das gespielt haben, ob das jetzt auch so geendet hat oder generell, ob das allgemein so endet und drück wahrscheinlich gleich... mal eher auf weiter, um zu gucken, wo ich da lande. Und ja. Entweder war's das oder wir sehen uns halt in einer neuen Folge. Sonst halt bei anderen Projekten wieder. Bis dann, tschüss, eure Time. Hey, meine Lieben, nochmal ein kleiner Nachtrag von mir. Und zwar, ja, das ist eine mögliche Variante von einem Ende. Es gibt noch ein besseres Ende, das eigentliche Ende, das habe ich jetzt nicht erreicht, aber das werde ich noch nachholen auf jeden Fall. Warum jetzt aber das Game Over? Das liegt einfach daran, dass ich es nicht geschafft habe, in seinem Zuhause die Zeit auch entsprechend so weit vorlaufen zu lassen, dass dann auch da der nächste Morgen anbricht. Da mir gegen Ende dann noch so ein, zwei Besuche zu Hause fehlten, konnte ich dann entsprechend weniger Uhren aktivieren, wodurch dann halt die Zeit nicht ganz voll war bis zum nächsten Morgen. Das war halt das Problem, weswegen es dann Game Over heißt, dann verfällt er quasi, wenn man es so nehmen möchte, in seinen eigenen Wahnsinn. Ich versuche natürlich schnellstmöglichst das andere Ende auch freizuschalten. Ich hoffe, dass das auch klappt. Sonst muss es halt ein bisschen auf sich warten lassen, wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Aber ich gebe mein Bestes und versuche natürlich auch bei ihm zu Hause dann entsprechend dafür zu sorgen, dass dann der nächste Morgen anbricht.
Nun ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich verabschiede mich jetzt auch wirklich für dieses Projekt, dass das vorerst beendet. Und entweder habt ihr Glück und übermorgen kommt dann schon das nächste, das eigentliche Ende, sagen wir es so, die nächste Folge, das eigentliche Ende. Oder man muss halt noch ein bisschen drauf warten. Aber ich bin dran und versuche das zu schaffen und zu machen und alles Mögliche. Und ja, seid gespannt und ich hoffe, euch hat natürlich das Projekt auch gefallen und wir sehen uns dann nach ganz vielen Uns, die ich gesagt habe, dann in anderen Projekten wieder. Bis dann, dann tschüss, eure Time.